In einer Woche kommt die erste Folge des Animes Chainsaw Man raus, der inzwischen schon 11 Manga-Bände in Deutschland hat. Und warum du dir Chainsaw Man unbedingt reinziehen solltest, auch wenn du vielleicht denkst, das ist gar nicht dein Ding und es vom Trailer her einfach nur abgespaced auf dich wirkt, erkläre ich dir nach dem Intro. Moment, ich hab gar kein Intro. Dann erkläre ich es dir jetzt. Keine Sorge, wie immer bleibe ich spoilerfrei. In Chainsaw Man geht es um den jungen Denji, dessen größter Wunsch es einfach nur ist, ein normales Leben zu führen. Allerdings ist sein Vater verstorben und hat ihm nichts anderes hinterlassen als Schulden bei der Mafia. Eine Mutter hat er auch nicht. Und jetzt muss er für die Mafia arbeiten und irgendwie Geld verdienen, um die Schulden seines Vaters zu tilgen. In der Welt von Chainsaw Man gibt es sogenannte Teufel. Das sind Teufel. Und die können teilweise auch einen Pakt mit Menschen eingehen, wodurch diese Menschen dann spezielle Fähigkeiten kriegen und eben kämpfen können. Das machen sie teilweise auch, um gegen die Teufel zu kämpfen, was ein bisschen absurd ist. Aber beispielsweise könnte ein Teufel sagen, hey, ich möchte, dass du mir jeden Tag 5 Liter Blut gibst. Ich weiß nicht, ob das physikalisch möglich ist. Und dafür kriegst du meine Fähigkeit, dass du Flammen beherrschen kannst. Ihr versteht das Konzept. Ganz am Anfang passiert also ein Umstand, der dafür sorgt, dass Denji zum sogenannten Chainsaw Man wird und quasi die Fähigkeit erhält, Kettensägen aus seinem Körper sprießen zu lassen und damit zu kämpfen. Relativ schnell wird er dann von einer Einheit Teufelsjägern aufgesammelt, die sich zum Ziel gesetzt haben, Teufel zu jagen und vor allem den berüchtigten Pistolenteufel zu jagen, der berüchtigste und stärkste Teufel überhaupt sein soll. Und Denji tritt bei, weil er sich denkt, hey, ich krieg dafür vielleicht einen Marmeladentoast. Und wenn du dir jetzt die Trailer reingezogen hast und vielleicht denkst, hey, das sieht einfach nur nach absurdem Splatter aus, was hat der Mangaka Fujimoto da eigentlich geraucht und was ist die ganze Prämisse dahinter, dann muss ich dich enttäuschen, denn der erste Blick trügt enorm. Tatsuki Fujimoto ist wahrscheinlich der spannendste junge Mangaka, den wir im Moment haben. Er ist gerade mal 28 oder 29 Jahre alt und bringt so viel Variation, so viel besondere, neue Elemente in seinem Manga, dass ich glaube, wir werden noch sehr lange sehr viel Gutes von diesem Mann erwarten können. Mit vorgegangenen Werken wie Fire Punch beispielsweise hat er schon seine Kreativität bewiesen und bei Fujimoto ist eigentlich nichts, wie es scheint. Ich zum Beispiel bin gar kein großer Fan von Kämpfen. Mir könnte nichts egaler sein als Kämpfen, weswegen das Shonen-Genre an sich auch schon gar nichts für mich ist. Ihr seht ja, meine Lieblingsmangas sind Sachen wie 20th Century Boy oder Monster, da kommen quasi keine Kämpfe vor. Okay, Berserk ist eine kleine Ausnahme, aber auch da geht's mir eigentlich nicht um die Kämpfe. Warum holt mich Chainsaw Man jetzt aber so ab? Als ich Chainsaw Man das erste Mal gelesen habe, da dachte ich, okay, irgendwie abgefahrene Story, irgendwie ein bisschen belanglos, aber keine Ahnung, wo er damit hin will. Lesen wir mal weiter, ist ganz lustig. Und gleich zu Beginn bemerken wir, wie Tatsuki Fujimoto einfach auch teilweise sehr viel Witze macht über die klassischen Shonen-Klischees, das heißt, wir kennen diese ganzen Shonen-MCs, die ganz viel essen wollen und immer positiv sind. Denjis größter Wunsch ist tatsächlich, einen Marmeladentoast zu essen, weil er sich nichts mehr vorstellen will, als einen geilen Marmeladentoast zu essen. Und als er dieses Ziel dann erreicht hat, Mini-Spoiler, denkt er sich als nächstes, hey, ich würde gerne meine Frau küssen. Und das sind so banale Ziele. Es ist nicht, ich will Piratenkönig werden, ich will die Welt retten, ich will Hokage werden. Das ist alles nicht. Denji ist ein normaler Typ. Und das macht Fujimoto in seinen ganzen Mangas mit all seinen Main-Charaktern so krass. Er zeigt ihre Fehler, er zeigt, dass sie eigentlich nichts Besonderes sind. Sie machen andauernd, treffen sie Fehlentscheidungen und sie machen einfach nur Müll. Und handeln meist auch sehr egoistisch. Das sind keine klassischen Shonen Main Character. Und ich wundere mich überhaupt, dass Chainsaw Man der Shonen Jump erscheint und ein Shonen ist, weil es ist mega brutal. Aber okay, es gibt immer ein paar Ausreißer. Und was mich jetzt an Chainsaw Man so gepackt hat, ist, ich habe den Manga gelesen und wie gesagt, ich werde nicht spoilern, aber ich gehe davon aus, dass beim Pacing der Anime, wenn er 12 Folgen hat, ungefähr bis Band 6 des Mangas kommen wird. Und dann werdet ihr schon merken, was ich meine. Chainsaw Man hat eine sehr, sehr lustige Prämisse am Anfang und man denkt sich, okay, keine Ahnung, wo die Story hingehen soll. Und ab Band 3, wirklich so ab ungefähr einem Drittel der Story, einem Viertel vielleicht, merkt man, okay, da steckt viel, viel mehr hinter einem. Und die Deepness, die Geschichte, wo es hinführt und der Grund und wie sich Denjis Charakter, der eigentlich so simpel ist und eigentlich einfach nur, ja, so Slum-Probleme hat, da einfügen muss und es auch irgendwie schafft und welche Hürden Denji gehen muss und wie das alles aufgebaut ist, ist wirklich unfassbar gut geschrieben. Und wenn ihr jetzt denkt, ich gucke mir Chainsaw Man an, das ist ein Splatter, das ist oberflächlich, das ist lustige Komik, die mich ein bisschen berieselt und deswegen habe ich keinen Bock drauf, weil ich suche was Deepes, halt, lest Chainsaw Man oder guckt Chainsaw Man am besten, weil der Anime wird rauskommen und der wird zerfetzt, ein Studio Mappa zerfetzt immer, so wie der Chainsaw Man. Und die Message dahinter wird euch weghauen. Also wenn ihr es wirklich versteht, wenn ihr euch darauf einlassen wollt, dann merkt ihr, ihr habt da ein viel, viel deeperes Werk, das eher schon auf einem Seinen-Niveau ist, als ihr vielleicht glaubt. Die Kämpfe sind teilweise auf Berserk-Niveau von der Absurdität her und vor allem der Zeichenstil, da bin ich natürlich gespannt, wie Studio Mappa es umsetzt. Der Zeichenstil von Tatsuki Fujimoto ist so aufregend. Die Kämpfe sind teilweise so detailliert, aber gleichzeitig sind sie nicht, wie manchmal beim Miura, den ich sehr, sehr liebe, zu unübersichtlich. Man kriegt eigentlich immer mit, was abgeht. Es ist so schnell gepaced. Es wird teilweise in den Kämpfen gar nicht viel geredet. Es geht einfach ab, aber danach
hat man teilweise Story-Happen, wo man echt schlucken muss. Und es gibt wirklich in diesem kleinen Shonen mit 11 Bänden über einen Typen, den eine Kettensäge aus dem Kopf wächst. Habe ich locker zweimal geweint. Vielleicht sogar dreimal in den ersten 11 Bänden. Und es ist ja noch nicht beendet. Das heißt, das ist jetzt nicht meine offizielle Manga-Review zu Chainsaw Man. Wenn ihr die sehen wollt, kann ich die gerne auch machen. Ich kann auch den Anime reviewen, wenn der komplett draußen ist. Lasst es mir einfach in die Kommentare da und dann weiß ich, dass ihr Interesse dran habt. Was ich nur sagen möchte, der Appell an euch, lest entweder den Chainsaw Man Manga oder wartet auf den Anime, denn spätestens wenn der Anime droppt, wird sich die Community verändern, da werden ganz viele neue Leute mit reinkommen und da wird es, glaube ich, auch auf eine sehr toxische Fanbase hinauslaufen, wie es halt leider immer ist, wenn ein Anime erfolgreich wird und droppt, siehe Attack on Titan. Dieses kleine Video einfach nur, um euch zu sagen, Chainsaw Man ist viel mehr, als wonach es aussieht. Es ist nicht nur sinnloser, geil animierter Splatter und es wird geil animierter, sinnloser Splatter, aber gleichzeitig ist da so eine tiefe Message drin. Wir haben Charaktere, die teilweise so deep geschrieben sind. Wir haben den Charakter, der heißt Aki. Wir haben Power. Wir haben Makima. Wir haben Denji. Das sind alles Charaktere, die ihr wirklich lieben werdet. Und vor allem der Antagonist ist sehr überraschend und meiner Meinung nach Peak Shonen. Dieser Antagonist ist besser als alles, was ich bis jetzt in One Piece gesehen habe. Sehr wahrscheinlich besser als Aizen aus Bleach und sehr wahrscheinlich besser als jeder Naruto-Antagonist. Und ja, jetzt habe ich die Folge mit einem Hot Take beendet und bitte hasst mich nicht dafür. Aber wenn ihr Chainsaw Man gelesen und gefühlt habt, dann werdet ihr verstehen, warum ich sage, dieser Antagonist Peak, Peak. Und wie Denji damit umgeht, auch Peak. Alles in allem sehr erfrischendes Werk, der spannendste Manga, den wir wahrscheinlich derzeit haben und einfach von vorne bis hinten, what a ride. Es macht einfach Spaß, es zu lesen und es ist einfach eine wunderschöne Sache. Es wird tatsächlich nicht einmal langweilig und das können inzwischen heutzutage nicht mehr viele Werke von sich behaupten. Also ja, Chainsaw Man, auf dem Weg dahin wahrscheinlich mein Lieblingsshonen überhaupt zu sein und zieht es euch unbedingt rein und don't judge a book by its cover und ihr werdet einiges an Spaß haben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da, ein Like, was auch immer oder abonniert mich. Ich sehe, die Hälfte der Leute, die meine Videos gucken, haben nicht abonniert. Es ist wichtig, mich zu abonnieren, bitte. Es macht mich glücklich, es macht mich jünger, es macht mich stärker, es macht mich besser. Okay, Spaß beiseite. Wir sehen uns, ciao.